Du bist vielleicht Angestellter, aber du möchtest Unternehmer werden. Die Frage ist, was sind denn da genau die Zwischenschritte? Und mein Gast Raik Hane, der weiß alles und auch die Zwischenschritte, die dazugehören. Raik, ich freue mich sehr, dass du da bist. Vlad, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ob ich alles weiß? Naja, auf jeden Fall das Thema, da kann ich weiterhelfen. Zwischenschritte sind relativ simpel. Wenn du Gründer bist, musst du erstmal eine Idee haben, mit der du Staatsbürger Geld verdienen kannst. Als Selbstständiger in der nächsten Stufe brauchst du ein Team, das dich dazu befähigt, diese Sachen umzusetzen, in die breite Masse zu bringen. Und als Unternehmer in der letzten Stufe geht es eigentlich darum, dass du dich aus dem Unternehmen komplett zurückziehen kannst. Und das können wir gleich mal ein bisschen beleuchten. Ja, das klingt auf jeden Fall super interessant. Und diese Reise möchte ich möglichst detailliert mit dir besprechen. Aber du hast mir was im Vorgespräch gesagt. Irgendjemand aus der Kita hat dich angesprochen auf unser letztes Interview. Du warst ja schon mal zu Gast. Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz amüsant, wie eine Online-Welt doch so manchmal trägt. Also so, wenn man so Mini-Celebrity wird. Und zwar war es tatsächlich eine Dame, die ihren Sohn auch in dieselbe Kita bringt, sogar in derselben Gruppe ist mit mir. Und die kam und meinte, ey Mensch, Raik, kennst du den Vlad? Wenn du aus dem Nichts angesprochen wirst und von Hallo, Tag und Tschüss auf dem Flur quatscht er ja nicht unendlich viel. So, Vlad, Vlad, nochmal, hilf mir mal, was meinst du genau? Ja, du warst da irgendwie im Podcast, ja, was zusammen meinst du? Ja, Vlad, cooler Typ, so Profi, Rhetorik, ja. Ey, das ist ja cool, was machst du da eigentlich alles? Ja, Unternehmensberater, das, was ich erzählt habe. Ja, ey, cool, guck mal, weil ich bin angestellt, ich mache dies und das, und hat sie mich quasi so überschüttet mit all den Sachen, die sie macht und die sie machen möchte. Und das fand ich halt ganz spannend, weil sie hört ja offensichtlich deinen Podcast, um irgendwie besser überzeugen zu können, und weiß aber noch gar nicht so, wie diese unternehmischen Schritte alle funktionieren. Und was wir einfach festgestellt haben, als Unternehmer sieht der Weg immer gleich aus. Ja? Du startest als Gründer, du hast eine Idee. Und dann ist die Frage, okay, was ist deine Idee wert? Sie ist nur dann etwas wert, wenn ein Kunde bereit ist, Geld dafür auszugeben, mit harter Münze zu zahlen. Und das musst du erstmal rausfinden. Und diese Fragen, die du als Gründer hast, sind immer die gleichen und die Antworten sind auch immer die gleichen. Wenn du das geschafft hast, diesen Weg gefunden hast, dann bist du der Selbstständige. Und der Selbstständige ist immer selbst und ständig, wie es im Volksmund so ein bisschen heißt. Und du bist halt gefangen in deinem eigenen System. Ich sage mal jedem Selbstständigen, du musst eigentlich den ganzen Tag mit Schonern rumlaufen und einem Helm auf dem Kopf. Weil sobald du hinfällst, hast du ein Problem, verdienst du kein Geld mehr. Und dann lächeln die immer so ein bisschen, hä, ja, scheiße, er hat recht. So, entschuldige den Ausdruck. Und deswegen geht es für mich immer darum, als Selbstständiger musst du es schaffen, dass dein Unternehmen auch ohne dich läuft. Und die Unternehmer, denen wir ganz, ganz lange Zeit ausschließlich geholfen haben, was wir jetzt angepasst haben, die haben halt durch die Herausforderung, die arbeiten und müssten vielleicht gar nicht mehr arbeiten. Ja, weil die Gewinne ausreichend sind, alles cool. Eigentlich könnten die Lucky Tang machen. Aber sie hängen halt in diesem System noch so fest. Ja, sie sind immer noch eine ganz, ganz wichtige Stellschraube. Und da wirklich den Schritt zu gehen und sagen, hey, mein Unternehmen läuft wirklich wie eine Fabrik. Das finde ich ist halt der wichtigste Punkt. Und da kriege ich auch häufig Negativkommentare für, wenn ich sage, als Gründer musst du dein Unternehmen von Beginn an so planen, dass es ohne dich funktioniert. Und dann sagen die, nein, aber das ist ja mein Baby und ich mache das ja, um auch mich selbst wiederzufinden. Und Barbara sagt, alles schön und gut. Aber sobald du ein Team hast, sobald du Angestellte hast, übernimmst du Verantwortung. Du übernimmst von Tag 1, wo du einen Kunden hast, übernimmst du Verantwortung für deinen Kunden. Und was passiert, wenn du mal nicht arbeiten kannst? Weil dir was Schlimmes passiert, jemand aus deiner Familie oder weil du Eltern wirst und einfach mal Elternzeit machen willst, dann lässt du diese Menschen im Stich. Und das ist ja nicht das, wofür du angetreten bist. Deswegen musst du Wege, Prozesse und Schritte finden, dass dein Unternehmen auch ohne dich funktioniert. Und wie du es zum Beispiel gelöst hast, das, was du nicht präsent machen kannst, über Online-Kurse abzudeckeln, ist ein möglicher Weg. Aber es gibt ja noch eine Herrschaft von anderen Wegen. Und dabei helfen wir den Unternehmern. Cool. Da musste ich mir gerade selbst an die Nase packen, wo du gesagt hast, man muss eigentlich als Gründer schon sich diese Frage stellen, wie könnte das ohne mich funktionieren? Diese Frage war mir gar nicht eingefallen, als ich Argumentorik gegründet habe. Da habe ich natürlich alles um mich herum aufgebaut. Ich mache dieses Seminar, ich mache dieses Coaching, ich mache diesen Vortrag. Und diese Frage finde ich aber sehr, sehr clever. Also wie könnte mein Unternehmen aussehen, dass ich da gar nicht mehr richtig gebraucht werde, ist es eine, und das frage ich jetzt aus meiner Vergangenheit, ist es nicht eine Frage, die erstmal überwältigt, weil man ja erstmal daran denkt, überhaupt ein Produkt auf den Markt zu bringen? Oder sagst du, nee, diese Frage ist so notwendig, die musst du dir parallel zu deinem neuen Produkt, zu deiner neuen Dienstleistung immer dazustellen und natürlich auch versuchen zu beantworten? Also sagen wir es mal so, seitdem wir uns entschlossen haben, auch Gründer zu begleiten, sehe ich einfach die Wachstumszahlen. Ja, ich sehe die Leute, die aktiv waren und irgendwas gemacht haben und die Leute, die bei uns mit dieser Idee gestartet sind oder einfach mit dieser, es ist ja nur eine Facette, ja, es verändert ja dein Unternehmen nicht substanziell. Die Frage ist einfach, wie kannst du es machen? Und also ohne irgendjemandem zu nahe zu treten, ja, wir Online-Unternehmer, wir sind alle so klein mit Hut. Keiner von uns verdient ernstzunehmendes Geld. Und das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen.
ich kenne ja die ganzen Zahlen, auch von den ganzen Großen, will jetzt keinen Namen nennen, weil das auch teilweise Schweigepflicht ist. Aber keiner von denen verdient ernstzunehmendes Geld im Vergleich zu den Leuten, die Produkte haben oder die automatisierte Dienstleistung haben. Das heißt, wer sind denn die Leute, die wirklich Geld verdienen? Guck dir doch mal die Quants an oder die Aldi oder wie sie alle heißen. Die haben Produkte und Leistungen geschaffen, wo sie als Unternehmer ja überhaupt keine Rolle spielen. So, und das finde ich ist die große Essenz. Und alle Leute, die diesen Umschwung geschafft haben, die sagen, okay, ich habe vielleicht online gestartet, gehe dann aber in Bereiche rein oder schaffe Systeme, in denen ich selber nicht mehr in der Abhängigkeit bin, die kommen dann auf einmal ganz nach vorne. Und das ist ja etwas, was nur natürlich ist. Und nehmen wir mal dein Beispiel, weil die Leute dich kennen. Natürlich machst du Seminare und das ist auch super gut. Natürlich ist das die beste Expertise, die Leute haben können. Aber wenn du jetzt 30 Menschen hast unter dir, die dieselben Seminare machen, nach deinem Qualitätsgrad, die von dir an der direkten Art ausgebildet worden sind, dann ist es zum einen deine Verantwortung, dass du mit deinem positiven Inhalt mehr Menschen erreichst. Das ist deine Pflicht als Unternehmer. Aber zum anderen hast du auch die Möglichkeit, dann viel, viel mehr Menschen zu erreichen. Weil ob du jeden Tag ein Seminar machst, wo 30 Leute unterwegs sind oder eins machst, wo du einmal 65.000 erwischt, wir wissen beide, was das Ergebnis bei den Menschen ist. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, einfach zu gucken, egal in welcher Branche du unterwegs bist, welche Systeme gibt es, die ich für mich nutzen kann. Dann suchst du das für dich Passende aus, wo du dich mit wohlfühlst. Und dann hast du die Freiheit, und das ist ein wichtiger Unterschied, die Freiheit, alles Operative machen zu können. Also wie viele Handwerker hatte ich, die gesagt haben, ich habe Bock, mit den Jungs auf die Baustelle zu fahren. Darfst du auch, wenn du es dir zeitlich leisten kannst. Nicht, weil du musst. Das ist der Unterschied. Mhm, auf jeden Fall. Und das klingt für mich nach einem, ja, einer geheimen Box eines Unternehmens-Mindsets, was viele von uns ja gar nicht haben, weil, und das brauche ich ja dir gar nicht sagen, aber vielleicht unseren Zuschauern, Zuhörern, die meisten von uns sind ja nicht zu Unternehmern erzogen worden, sondern zu Arbeitnehmern erzogen worden. Also ich hatte keinen Lehrer an meiner Schule, der gesagt hat, hey, Unternehmertum ist cool, du kannst deine eigenen Gesetze oder machen und dein eigenes Unternehmen machen. Und im Studium, ich hatte ja sowohl Jura als auch Politik studiert. Da kann in diesen Fächern natürlich auch niemand zu mir und hat gesagt, hey Vlad, da gibt es so eine Kiste an Unternehmer-Mindsets. Kannst du die mal durchlesen? Das haben wir ja gar nicht. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der BWL, VWL gemacht hat. Da könnte das ja mal vorgekommen sein. Aber ich würde mal ganz mutig behaupten, 90% unserer Gesellschaft sind auf Arbeitnehmertum ausgerichtet gewesen und worden. Und das sieht man ja auch, dass die meisten von uns sind. Und jetzt ist die Frage, diese Box an Unternehmer-Mindset, Raik. Was würdest du sagen, welche 2, 3 Prinzipien können wir auf jeden Fall von dir mitnehmen, gleich zum Mitschreiben, was ein Unternehmer auf jeden Fall machen oder denken sollte? Ja, also das Wichtigste, finde ich immer, ist, wenn ein Unternehmen startet, denke es wirklich vom Ende her. Und ich gehe da sogar noch einen Schritt über das eigene Unternehmen hinaus. Das heißt, denke insgesamt vom Ende her. Und ich habe es in meinem perfekten Unternehmertag beschrieben, darüber hatten wir auch in deiner letzten Folge, im letzten Interview schon ein bisschen gesprochen, dieses unlimitierte Denken, ja, einfach mal dieses Fass aufzumachen, dieses Biotop zu sagen, ey, alles Geld verdient, alle Freundschaften, alle Netzwerke, ich habe alles. Ja, Angela Merkel ruft dich an, wenn sie ein Problem hat. Ja, du willst einen Ferrari, dir gehört Ferrari. Auf diesem Level zu denken und dann zu sagen, wie sieht meine Tagesstruktur aus? Und ich kann es nicht oft genug runterbeten, weil damit wirst du automatisch frei von diesen ganzen Verantwortungen und diesen ganzen komischen kleinen Fallstricken, in denen man sich verliert. Und dich und mich, uns gleicht es ja, ja? Deine Eltern hatten einen Plan für dich, meine Eltern hatten einen Plan für mich. Das war aber nicht das, was wir machen wollten. Wir hatten keine Unternehmervorbilder, wir mussten uns ja selber durchboxen. Und natürlich wird jeder von uns Fehler machen. Und deswegen hören auch die Leute in den Podcast und gucken sich das hier bei YouTube an, damit sie durch dich lernen, wie sie besser überzeugen können. Und darum geht's. Zuerst musst du dich selber überzeugen können. Und das hast du ja auch in unserem Interview geteilt. Du hast gesagt, wenn du selber Emotion und Passion in die Sachen reinbringst, dann wirkst du bei dem anderen auch. Ja, die Stimmfarbe. Und diese Energie freizusetzen, das schaffst du nur, wenn du etwas hast, was dich, das muss dich richtig juckig machen. Ja, das, wenn das dafür sorgt, dass du nachts nicht schlafen kannst, weil du es so geil findest, dann bist du nur ungefähr auf dem Weg. Und eine Sache, die ich wirklich jemandem ans Herz legen kann, ist, such dir wirklich Gleichgesinnte. Dein Produkt, deine Leistung, das ist alles super. Alles davon funktioniert. Den Weg, den ersten Kunden zu finden, das geht meistens, indem man einfach ausprobiert. Biete die Sachen kostenlos an, probiere es aus. Und wenn die Leute sagen, ey, dafür würde ich dir sogar Geld geben, super. Wen kennst du denn, der mir dafür Geld geben könnte? Und dann, schwuppdiwupp, kommst du eine Empfehlung rein.
und dann sich Gleichgesinnte zu suchen, der Wachstumsschritt, seitdem wir uns entschieden haben, dass wir nicht mehr nur als kleine Drei-Mann-Bude unser Ding reißen, sondern dass wir jetzt mittlerweile bei 48 Leuten im Team sind, was das für eine Beschleunigung mit sich genommen hat. Und ich sagte wirklich, das krasseste Gefühl, und ich habe alles gemacht, ja, ich habe einen Sohn mit auf die Welt gebracht, ich bin aus dem Fallschirm oder bin aus einem Flugzeug gesprungen mit dem Fallschirm, ich habe jeden Scheiß gemacht, ja, WM-Titel, Podium, ich kenne ganz, ganz viele Sachen. Das geilste Gefühl, das du haben kannst, ist, wenn du deinem Team sitzt und den drei Fragen stellst. Erste Frage ist, was willst du in diesem Unternehmen erreichen? Zweite Frage ist, wie willst du das machen? Und die dritte Frage, das ist das Spannende, was brauchst du von mir als Unternehmer dafür, dass du das hinkriegst? Und dann setzt du deine Leute, deine Freunde, deine Kumpel, setzt du im Kreis und lässt sie das beantworten. Dieses Gefühl, egal welche Substanz du einnimmst, es wird dich niemals in diesen Zustand bringen, wie die Beantwortung dieser Fragen mit einem Kreis von Leuten, die Bock haben, mit dir gemeinsam deine Mission voranzubringen. Und jedes Einstellungsgespräch läuft fast genauso ab. Wir nehmen die Leute an die Hand, fragen sie nach den Ergebnissen, die sie produzieren können, prüfen das ab für 4 Wochen. Wenn wir sehen, das klappt, let's go. Und wir haben jetzt, vor Corona waren wir, glaube ich, waren wir 30 Leute, jetzt sind wir 48. Frag mich, wo wir im halben Jahr stehen. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Cool. Jetzt hatten wir ganz am Anfang ja gesagt, dieser Dreischritt vom Angestellten über den Selbstständigen zum Unternehmer, das ist ja das, was die meisten durchmachen. Aber du bist ja auch jemand, das hast du im ersten Interview bei uns gesagt, du bist jemand, der nach intelligenten Lösungen und Abkürzungen sucht, weil, und das fand ich ganz sympathisch beim ersten Interview, die Freizeit ist bei dir auch heilig und das bedeutet nachmittags und abends, da verbringst du einfach nur Zeit mit Family, mit Friends und alles andere. Und ich bin auch jemand, der Abkürzungen mag, wenn sie denn vernünftig sind. Und die Frage lautet, kann man denn den Sprung vom Angestellten gleich zum Unternehmer machen? Weil dann hat man ja sein Unternehmen nicht als Selbstständiger quasi Schritt für Schritt aufgebaut, aber gleichzeitig hat man als Angestellter natürlich nicht das Kapital, dass man sagt, okay, ich stelle mir jetzt 5 Leute ein, A, B, C und D und E, führe mit ihr so ein Gespräch durch, weil die wollen ja natürlich auch ein bisschen Kohle. Aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass es zumindest gehen könnte, diesen Sprung über den Selbstständigen drüber zu machen und das abzukürzen. Ja, wobei man auch wirklich sagen muss, das ist schon absolute Rocket Science. Also was du an Intelligenz, Know-how brauchst, um das zu schaffen, also du wirst diesen Zwischenschritt schwierig auslagern können, muss man ganz klar sagen. Weil ohne finanzielle Ressourcen brauchst du einfach wahnsinnig viel Zeit. Das ist möglich, außer Frage, aber es ist sehr, sehr schwer. Was vielleicht eine bessere Idee ist, grundsätzlich, wie gesagt, wenn du sagst, ey, ich will Olympiasieger werden, ja, oder ich will in der ersten Fußball-Bundesliga, wie will ich Fußball spielen, dann ist das doch ein geiles Ziel. So, ob du da ankommen wirst, das hängt von vielen Faktoren ab. Die kennst du auch gar nicht alle, die Variablen, die da mit reinkommen. Ja, Verletzungen, bla bla bla. Aber ein wichtiger Punkt ist, du kannst auch den Einsatz bestimmen. Und der Einsatz sollte möglichst intelligent ausgewählt werden. Ich suche immer die Sachen raus, die für mich am wenigsten Aufwand bedeuten, aber auf der anderen Seite den größten Output haben. Deswegen können wir bei unseren Kunden auch ziemlich große Summen abverlangen, weil die sagen, ja, das ist im Verhältnis zu dem, was ich rauskriege, ist das Peanuts. So, für uns ist das wahnsinnig viel Geld und für viele andere auch nach außen. Ja, der wichtigste Punkt ist aus meiner Sicht, wenn du kein Kapital hast, hast du Zeit, dann ist das deine Ressource. Deswegen macht es immer Sinn, sich in den Dienst einer Person zu stellen oder eines Unternehmens, die das schon erreicht hat, wo man hin will. Und wenn du dort durch Qualität überzeugen kannst, durch Leistung, dann werden die früher oder später eh sagen, jetzt wollen wir dir aber Geld geben, weil du überperformt hast. Und ab diesem Punkt kannst du anfangen, Deals zu machen. Und dann ist es schlau, nach oben zu gucken. Ja, ich sag mal, wenn die Leute anfangen, Marathon zu laufen und immer nur auf die Füße gucken, hast du ein Problem. Du wirst nie deine volle Geschwindigkeit erreichen, weil du Angst hast, dass du gegen so einen Laternenpfahl rennst. Und du kannst auch deine Meilensteine nicht irgendwie abziehen, weil du weißt nicht, ob du bei 15 oder 15 Kilometer bist. Und 42 ist ein relativ langer Weg, weil die Schmerzen sind dieselben. Deswegen ist wichtig, den Blick zu heben, nach vorne zu gucken und sagen, okay, wo will ich eigentlich hin? Und dann kannst du deine Zwischenschritte viel, viel besser setzen. Und wenn es bedeutet, dass du vielleicht selbstständig warst und nochmal ins Angestelltenverhältnis gehen musst, um Erfahrungen zu sammeln und dann wieder als Unternehmer durchstarten zu können, dann ist es okay. Dann ist das ein notwendiger Zwischenschritt. Auf die lange Sicht interessiert es keine Sau. Und deswegen, als Gründer direkt als Unternehmer voll durchzustarten, ist schwieriger, weil dir die Übersicht über alle Prozesse halt schwerfallen wird. Also das ist, wie gesagt, von Beginn an, als würde ich dich am Konzertflügel setzen und du kriegst nicht mal zwei Töne hin. Das bringt nur bedingt. Aber sich dahin zu arbeiten, diese Wege zu beschleunigen,
Das geht durchaus. Und die Werkzeuge sind seit über 300 Jahren überall erhältlich. Ja, cool. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Info, dass das Unternehmertum ja kein Sprint ist, sondern ein Marathonlauf. Es gibt so ein schönes Zitat, ich weiß nicht, ich glaube, das von Tony Robbins, der gesagt hat, wir Menschen unterschätzen, was wir in 10 Jahren schaffen können, aber wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen. Und ich glaube, es gibt ja auch gerade auch sehr viele Ads, so YouTube-Ads und Sachen, die sagen, hey, willst du innerhalb von 2 Wochen 5, 6, 7-stellig? Und das sind natürlich Videos, wo du dir denkst, okay, also in 2, 3 Wochen solche Beträge zu machen, ist unrealistisch und unseriös. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist, wenn man das auf die lange Sicht eh bekommt, ist doch der Weg auch etwas, was uns Spaß macht. So auch im Sport, das ist ja auch ähnlich. Du musst halt erstmal die Stadtmeisterschaften im Tischtennis gewinnen. Und wenn du das geschafft hast, gehst du auf die Kreis- oder Bezirk- oder dann die Landesmeisterschaften. Und am Ende ist es doch egal, wenn du dann dein Ziel, sei es zweite Bundesliga zum Beispiel, wenn du das dann erreicht hast, ist doch auch schön. Also verstehe ich dich richtig, dass du auch mit mehr Geduld dran gehst? Und damit verbunden auch die zweite Frage, wie viel Geduld sollte man denn mitbringen? Also, ich sag's mal so: Einer meiner Mentoren hat zu mir gesagt, Raik, wenn du in der Lage bist, eine Familie zu führen, dann kannst du auch ein Unternehmen führen. Und so viel Zeit würdest du in jedem Fall brauchen, dass du gut wirst in den Dingen, die du machst. Also, ab dem Zeitpunkt, wo du Eltern wirst als Pärchen, wird auch dein Unternehmen deutlich besser laufen, weil du dich dazu zwingen musst, mit deinen Kindern Zeit zu verbringen. Ja, du kannst nicht mehr sagen, ich arbeite jetzt die Nacht durch und morgen. Aber dieses Limit kannst du ja auch schon von Beginn ansetzen. Ja? Bei den meisten scheitert es ja schon daran, dass sie samstagabends nicht mehr weggehen auf die Piste, um überhaupt mal jemanden kennenzulernen. So, und dann wirst du auch nicht älter. Dann wirst du irgendwann mit 60 sitzen da, oh, hab ja aus Versehen das ganze Leben verpasst, hab ja keinen, mit dem ich das teilen konnte. Ist blöd. Und deswegen finde ich es halt einfach wichtig, nimm dir nochmal so diese 4 Lebensbereiche, ja? Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration und prüfe wirklich ab, was will ich in diesen Bereichen und auch was ist genug? Und daraufhin auch zu sagen, ey, okay, muss ich 100.000 im Monat netto auf dem Konto haben? Brauche ich das überhaupt? Reicht nicht vielleicht auch 10.000 aus? Oder vielleicht sogar auch nur 5.000? Was brauche ich denn wirklich, um glücklich zu sein? Und wenn man sich das ernsthaft mal nackig vorm Spiegel eingesteht, dann werden die meisten Leute viel, viel kleiner als das, was sie nach außen darstellen. Und dann sind die Sachen gar nicht mehr so weit weg und so schwer erreichbar. Und das, finde ich, ist der wichtigste Punkt. Wirklich. Reduziere dich in dem, was du möchtest, und dann macht es umso mehr Spaß, sich auf den Weg zu begeben. Ja, also finanzielle Freiheit hat etwas mit finanziell zu tun, aber auch mit Freiheit. Und wenn du nur Finanzen hast, ohne frei zu sein, dann bist du in meinem Weltbild nicht angekommen. Auf jeden Fall. Also viele von uns denken zu sehr an die Quantität des Geldes oder der Zeit, aber es geht natürlich auch um die Qualität des Geldes. Und deine 4 Bereiche machen ja auch absolut auch Sinn. Und ich finde, da kann sich jeder mal so ein kleines Viereck aufzeichnen. Also wenn man eine kleine Umsetzungsaufgabe machen könnte und dann zu diesen 4 Bereichen einfach sich so eine Note geben und sagen, vielleicht reicht mir bei Gesundheit auch eine 2-. Keiner muss ja in allen 4 Bereichen jetzt Inspiration. Vielleicht kannst du sogar zu dem Bereich noch kurz was sagen, weil das andere, wie die Gesundheit und Co., das können wir uns vorstellen. Was ist nochmal genau Inspiration? Aber um die Gedanken zu Ende zu führen, einfach mal sich eine Note zu geben und nicht unbedingt Streber sein wollen und überall eine 1 mit Sternchen haben wollen, sondern manchmal können wir auch zu einem der 4 Bereiche sicherlich auch sagen, eine 2- oder eine glatte 2 oder vielleicht auch eine 3 ist für mich okay. Oder siehst du das ähnlich? Ich habe ein bisschen einen Ansatz. Ich will im Vorwege noch deine Frage beantworten. Inspiration ist all das, was du machst, wenn du kein Geld dafür bekommst und wenn niemand zusieht. Und bei mir zum Beispiel, ich helfe Menschen, egal in welchen Situationen, Formen, Farben. Ja, also wenn jetzt jemand im Flur ist und irgendwie Einzugskartons hat, so, dann packe ich damit an. Und ob die mir dann Rosenkranz geben oder mich in ihre Gebete einschließen, ist mir ehrlicherweise egal. Ich mache es halt einfach. Ja? Habe ich halt Bock drauf. Witzigerweise, wenn ich Unternehmern helfe, mache ich genau das Gleiche. Und ich habe Bock, Dinge wachsen zu sehen, ja? Mich selber wachsen zu sehen, mein Umfeld wachsen zu sehen. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist mir ein inneres Freudenfest. Und das habe ich witzigerweise auch. Ob es meine Ernährung ist, mein Beruf, meine Beziehung, ich sehe alles wachsen. Und solange ich dafür sorge, dass ich mental beitrage, dass die Sachen weiter wachsen, umso besser. Und das mit diesem Schulnotensystem ist grundsätzlich eine gute Idee. Verstehe mich da nicht falsch. Ich persönlich habe einen anderen Ansatz. Ich sage, wenn du schaffst, dir ein Ziel zu setzen, dass du zufrieden bist, dass du es, ich sag mal, erreichen kannst, ohne dass es dich verbrennt. Ja, Schmerz ist notwendig auf dem Weg dahin, aber dass du ankommst und sagst, okay, ich fühle mich zufrieden, ich bin ausgeglichen damit, dann hast du die 1. Es geht nicht um die Perfektion in dem Bereich. Das wäre wiederum etwas, was negativ ist. Es geht darum, dass du sagst,
jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich zufrieden. Und ich für meinen Teil kann sagen, mit 32, ich bin angekommen. Wenn jetzt ich auf die Straße gehe und da kommt der LKW, 40 Tonnen, ich habe nicht aufgepasst, es wäre schade. Es wäre wirklich schade. Aber ich würde nichts bereuen. Es gibt nichts, was ich momentan habe, wo ich sage, ach, hättest du mal. Und diese Freiheit zu haben, macht dich unglaublich unbeschwert. Und dann fahre ich 3 Wochen Urlaub und gucke, was passiert. Und die letzten Male hat es geklappt, warum soll es nicht wieder klappen? Und wenn es mal nicht klappt, dann kriegt man das auch irgendwie hin. Ich mache mir halt einfach keinen Stress mehr in diesen Bereichen. Und diese Idee zu haben, mit der Hälfte Energie das Doppelte erreichen zu können, das ist etwas, was, warum auch immer, sowohl bei den Angestellten als auch den Unternehmern offensichtlich noch nicht angekommen ist. Du schaffst viel mehr, wenn du nur die Hälfte machst. Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr schönen Zitat. Du schaffst viel mehr, wenn du die Hälfte machst. Ein sehr schönes Zitat, glaube ich, für diese Folge. Raik, ganz abschließend, du hast ja dieses Unternehmerwissen, diese Box an Mentalitätstricks und auch an Tools. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere auch bei Menschen überzeugen sich sagt, okay, ja, der Raik, der sagt ganz vernünftige Sachen. Was kann ich denn da machen? Gibt es da vielleicht ein Buch oder irgendwas? Was würdest du unseren Zuhörern, Zuschauern empfehlen? Was wäre so der erste und einfachste Schritt, um ein bisschen mehr Unternehmerwissen von dir zu ziehen, außer natürlich deinen unglaublich guten und erfolgreichen Podcast Unternehmerwissen in 15 Minuten? Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, am Ende des Tages, wir haben uns wirklich angeschaut, was sind die Fragen, die alle haben, egal ob Gründer, Selbstständige oder Unternehmer. Und unter reikhane.de haben wir einen Unternehmertest gemacht. Und da führen mein Team und ich regelmäßig ganz, ganz viele Gespräche mit Unternehmern und auch den Leuten, die es werden wollen oder die gerade selbstständig sind. Und gucken einfach, was ist bei dir gerade der größte Hebel? Ja? Einfaches Beispiel. Ich hatte neulich eine Dame, die war 17 Jahre alt und die hat Torten gebacken. Ja? Mädel irgendwie in Kreuzberg, türkische Abstammung. Und die hat Torten gebacken und dann hat sie gesagt, ja, und ich will jetzt weiter wachsen und auch mal Geld damit verdienen und ich habe so eine Verwaltungsausbildung, ich mache und da habe ich keinen Bock drauf, was kann ich denn machen? Und die ist halt bei mir gelandet, ich habe mit ihr telefoniert. Und das war ganz witzig, ich habe gesagt, als erstes müssen wir mal dafür sorgen, dass du nicht in 4 Stunden eine Torte machst, sondern in 4 Stunden 4 Torten. So, und dann wird deine Kalkulation auch eine andere. So, das hat sie umgesetzt und da hat er jetzt neue Rezepturen, neue Möglichkeiten gefunden, dass die Fertigung besser wird. Und dann hat sie mir jetzt ein Bild geschickt, ja, von dem Bargeld, was sie hat. Und sie hat jetzt das erste Mal in einem Monat hat sie mehr durch die Torten verdient als in ihrer Ausbildung. Cool. Es ist völlig egal, womit du anfängst. Ja, es sind Kleinigkeiten. Die Werkzeuge sind immer wieder dieselben. Und genauso helfen wir Unternehmern, die Millionenumsätze haben, die Hunderte von Angestellten haben, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren, dass sie nicht mehr 60 Stunden wie bescheuert am Fließband stehen müssen, sondern dass die rausgehen können aus dem Unternehmen, mal wieder Urlaub machen mit der Family. Wie gesagt, die Themen sind immer wieder dieselben. Deswegen, nutze einfach diesen Test. Wir geben dir wirklich Wissen zur Hand. Die meisten nehmen Geld dafür. Wir machen es for free. Und dann gucken wir, was für dich der passende Programmpunkt ist. Und wenn du sagst, ey, wir wollen den Weg gemeinsam gehen, freue ich mich drüber. Cool. Also den Test werden wir natürlich verlinken, aber ebenfalls deinen wunderbaren Podcast sehr knapp auf 15 Minuten gebracht. Also das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, dich und deine Skills und deine Fähigkeiten kennenzulernen. Also beides werde ich verlinken, den Link und den Podcast. Gibt es zum Schluss des Interviews noch eine letzte Botschaft von Raik Hane an meine Zuhörer? Ja, das Wichtigste ist wirklich, dass du eine Sache verstehst. Es hat nur mit Umsetzung zu tun. Es geht um Tun. Und Tun ist ein Akronym, das steht für Tag und Nacht. Und damit ist nicht gemeint, dass du 24/7 durcharbeiten musst, sondern dass du immer den Kopf an hast, dass du guckst, was möchtest du erreichen und welche Handlung ist mit deinen Händen notwendig, dass du es wirklich auch umsetzen kannst. Deswegen Tun, Tag und Nacht, Vollgas, ab in die Umsetzung. Ja, das erinnert mich übrigens an ein Zitat von Goethe. Ich glaube, er hat auch geschrieben, Erfolg besteht aus 3 Buchstaben. Tun. Also insofern, ich meine, wie kann man besser eine Folge bei Menschen überzeugen schließen, als mit einem Zitat von Goethe und Raik Hane. Insofern, Raik, ganz herzliches Dankeschön. Ich bin sicher, wir werden uns früher oder später wieder im Podcast oder live mal wieder treffen. Danke für die Tools, danke für die Möglichkeit mit dem Test und hoffentlich bis bald. Danke dir. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann gibt es auf diesem Kanal Menschen überzeugen natürlich viele weitere Videos. Abonnier gerne den YouTube-Channel und unten schreib doch deine Kommentare, was du vom Unternehmertum denkst und womit du als nächstes anfängst, ins Tun zu kommen. Bis bald, dein Vlad.
Na, das war doch ein sehr überzeugender Gast gerade eben. Und jetzt die Frage an dich. Möchtest du eloquenter sein? Möchtest du Menschen besser überzeugen können? Durch bessere Argumente, besseres Storytelling, besseres Zuhören? Dann habe ich was für dich. Nämlich einen kostenfreien Online-Schnupperkurs zum Thema besser überzeugen. Ich habe mittlerweile über 52.000 Teilnehmer und natürlich würde ich mich freuen, wenn auch du dazukommen würdest und natürlich kostenlos lernen würdest von mir, wie du Menschen besser überzeugen kannst. Den Link zu diesem Online-Schnupperkurs findest du unten als ersten Link in der YouTube-Beschreibung. Nutze jetzt die Chance, trage dich ein und lerne, Menschen besser zu überzeugen. Bis bald und wir sehen uns im Online-Kurs.